Am 19. Juni fand die 8. Schwabenkontrolle statt. Durch die Rückwanderung von 3 Jungvölkern hatte sich die Völkerzahl am Stand auf 8 erhöht. Das 4. Jungvolk wird erst Anfang August zurückgeholt. Als erstes wird, wie üblich, Altvolk 1 kontrolliert. Bei der Kippkontrolle werden keine Schwarmzellen entdeckt. Hat das Volk wirklich aufgegeben? Mit der Taschenlampe werden die Wabenränder nach Weißelbechern abgesucht und deren Inhalt überprüft. Ergebnis: keine Schwarmstimmung. Der Honigraum wird aufgesetzt, das Volk abgedeckt und das Ergebnis auf dem Diktiergerät festgehalten. Es folgt Altvolk 2. Die Kippkontrolle von vorn, gleich mit Taschenlampe, ein paar Weißelbecher werden mit dem Finger freigelegt und ausgeleuchtet. Keine Schwarmstimmung. Nach dem Aufsetzen des Honigraumes ein kurzer Blick in den Honigraum. Ein kurzer Blick in Jungvolk 1. Altvolk 3 ist in Ordnung.
Altvolk 4 ist in Ordnung. Altvolk 5 will schwärmen. Das Volk wird näher untersucht mit nah aufgestellter Kamera. Die zweite Durchsicht des Jahres wird genutzt, um Volk 5 komplett von unten bis oben vorzuführen. Zuerst die Durchsicht der unteren Zarge von Wabe 10 nach Wabe 1. Auf Wabe 4, Seite B, befindet sich mittig eine Königinzelle mit Larve. Während der Durchsicht sammeln sich viele Bienen an der Beutenfront. Der obere Brutraum wird wieder aufgesetzt, das Absperrgitter entfernt. Als erste Wabe wird oben die Wabe 8 gezogen. Der Baurahmen in Position 9 ist ausgebaut und hat frisch verdeckelte Brut. Er wird in 7 Tagen geschnitten. Dann das dritte Mal in 2014.
Immer mehr Bienen sammeln sich an der Beutenfront und quellen aus der Randgasse des Brutraums. Da und dort sind Schwarmzellen in den Wabenecken. Manchmal sind es nur leere Weißelbecher. Auch sie werden genau untersucht und dabei zerstört. Nach der Durchsicht kommt Wabe 8 in Position 2. Baurahmen freidrücken und den Bienenwulst zurück in die Beute befördern mit dem Stockmeißel, wenn kein Besen zur Hand ist. Absperrgitter auflegen und Honigraum aufsetzen. Es folgt eine Durchsicht des Honigraumes aus Neugierde. Das Volk 5 hat seit der ersten Erweiterung im März 19 Mittelwände ausgebaut und dreimal den Baurahmen mit Drohnenbrut gefüllt. Wie hatte es am 17. Februar ausgesehen? Und 4 Monate später will es schwärmen.
Die Waben im Honigraum sind ausgebaut, halbwegs mit Nektar oder Honig gefüllt, alle Wabengassen mit Bienen gut besetzt. Während der Durchsicht des Volkes haben sich über 3000 Bienen an der Beutenfront gesammelt. Die Kamera nimmt das Geschehen an der Beutenfront etwa 10 Minuten lang auf. Dieser Film läuft zehnfach beschleunigt ab. Dabei sieht man, dass sich die Bienenversammlung langsam auflöst. Die Kunde hat dann alle erreicht. Das Schwärmen fällt aus.